Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und zwar geht es diesmal um das Portaltage-Orakel August 22. Wir haben Portaltage am 3., 11., 14., 19. und 22.8. Und ich habe drei Stapel für euch vorbereitet. Ihr wählt aus, bitte geht nach eurer eigenen Intuition. Was spricht euch an? Stapel 1, dieser helle, fast schon weiße Stein. Der grüne Stein ist Stapel 2 und der dritte Stapel hat den schwarzen Stein. Ihr wählt aus, was ihr gerne möchtet, was euch zusagt. Ich gebe euch ein paar Sekunden Zeit und dann wählt ihr aus. Wir beginnen mit Stapel 1, mit dem hellen Stein. Portaltage für Stapel 1 hat's richtig in sich. Ich habe dann auch noch Klärungskarten dazu. Ja, hier ist eine Streitsituation gewesen, die war richtig heftig. Da ging es richtig, richtig zur Sache. Und hier wird ganz, ganz knallhart dran gearbeitet. Das ist das August-Portaltage, die haben es so in sich, da wird gearbeitet. Und zwar so lange, bis eine Entscheidung zum Positiven treffen kann. Weil hier der Baum des Lebens, ja, ist eigentlich positiv, ja. Nur mit der Arbeit und mit der Entscheidung sagt er ganz klar aus, hier muss was verändert werden, hier muss eine Entscheidung getroffen werden. Euch ging es auch wirklich nicht gut, ihr habt da wirklich verkehrt rumgelegt. Ihr habt da wirklich ganz trübe Gedanken gehabt. Euch ging es wirklich nicht gut. Ihr habt wirklich hin und her überlegt, wie es weitergeht. Die Energie aber von den Portaltagen, die ist gar nicht schlecht. Da ist nämlich das Licht. Ihr müsst nur raus aus dieser ganzen dunklen Geschichte. Und hier die Entscheidungskarte wird euch ganz klar sagen, wo ihr hingehen sollt. Ihr werdet die richtige Entscheidung treffen, weil hier ist die Weisheit, die ins Haus kommt. Die Eulen, die sagen euch immer irgendwo, hier geht's lang, hier. Und ihr werdet ganz genau die richtige Entscheidung getroffen haben. Aber ich lege jetzt noch Klärungskarten aus, was es zu bedeuten hat noch. In welcher Angelegenheit? Das geht um euch selbst oder um euren Gegenüber. Also Streitigkeiten hattet ihr in partnerschaftlichen Angelegenheiten. Ja, euch ist was genommen worden, eine Partnerschaft genommen worden, eine Freundschaft vielleicht. Aber auf jeden Fall ist hier etwas genommen worden, was hier wieder gut ausgeht. Ihr habt wirklich einen langen Weg gemacht, ihr habt lange darüber nachgedacht. Das ist keine kurzfristige Sache gewesen. Dieser Streit, der war schon länger. Und das sieht man einfach, weil da die traurige Nachricht. Aber ihr habt schon neue Wege gegangen. Da ist die Ehestandskarte. Ja, es geht um Partnerschaft, um Ehe. Hier muss gearbeitet werden. Hier wird sich was auflösen. Und hier habt ihr eigentlich schon alles, was euch traurig macht. Ja, wenn ihr den falschen Weg wählt. Aber ihr werdet keinen falschen Weg wählen, weil hier habt ihr zu hohen Ehren kommen. Das ist die Entscheidungskarte. Wo geht's hin? Was wollt ihr machen? Welchen Weg werdet ihr einschlagen? Und ihr werdet definitiv den richtigen Weg einschlagen. Aber wird schwierig für euch. Er wird sehr, sehr schwierig. Und ihr werdet einiges loslassen müssen, damit dieser neue Anfang auch stattfinden kann. Aber dann, wenn ihr diesen Weg gegangen seid, dann habt ihr hier die Weisheit. Dann habt ihr hier das Erkennen, das Verstehen, den Wachstum durch die Portaltage. Und alles, was euch genommen wird, wird da wieder zum Guten kommen. Kommt positiv ins Haus. Ja, dann habe ich noch für euch euer Krafttier. Das ist der Tiger. Nimm deine Großartigkeit an und Erzengel Raphael ist euer Begleiter über die Portaltage. Ruft Erzengel Raphael, dass er euer Herz, eure Psyche heilen kann.
weil einfach zu viel passiert ist, was euch verletzt hat, was euch runtergedrückt hat. Aber nutzt diese Portaltage für euch. Ich finde es ganz, ganz toll, dass ihr den Erzengel Raphael an der Seite habt. So, und dann habe ich noch das Herz heilen. Mein Gott, wie das wieder passt, ne? der Erzengel Raphael. Also Herzheilung ist wichtig. Viele Verletzungen, die stattgefunden haben, die sollten jetzt geklärt werden. Und ihr habt den Engel von Atlantis bei euch. Also ruft eure Engel, ganz wichtig. Und ihr habt, ja, der Solar Plexus ist das, was jetzt geheilt werden sollte. Also was auch mit dazu mit reinkommt, nicht nur das Herz. Denkt bitte an euer Solar Plexus, das ist ganz, ganz wichtig. Macht Meditationen dazu, das finde ich ganz, ganz toll. Engel der Seelenliebe habt ihr. Auf dich wartet eine himmlische, gefühlte Begegnung. Ja, genau. Nämlich eure Partnerschaft wartet. Eure Partnerschaft, die jetzt endlich wieder aufblühen darf. Und alles, was gewesen ist, einfach zurücklassen, neu anfangen. Und dann habt ihr den Omega-Drachen. Macht die göttliche weibliche Kraft der Schöpfung nutzbar. Halte deine Visionen aufrecht. Geburt des höheren Bewusstseins. Genau, ihr habt einen spirituellen Wachstum, das hat man auch hier schon gesehen, dass da die Weisheit kommt. Ganz toll, wirklich. Und zu guter Letzt habt ihr noch die Erweiterung. Die Erweiterung, ja, schaut über den Tellerrand hinaus. Traut euch einfach. Ihr seid so viel mehr. Traut euch einfach da über den Tellerrand hinauszuschauen, stürzt euch in neue Abenteuer und glaubt einfach an eure eigene Intuition. Ja, lieber Stapel 1, ich würde sagen, ich gebe euch noch ein kleines Ritual für die Portaltage. Nehmt eine rosarote Kerze, schreibt euren Namen in die Kerze. Nehmt etwas Jasminöl, reibt die Kerze damit ein und an jedem Portaltag um 22 Uhr zündet sie an, bittet um Heilung und um euren Wunsch, der sich erfüllen soll, jetzt über die geistige Ebene. Alle Kerzen, die dann abgebrannt sind, du kannst natürlich auch zwei machen, kannst auch für deinen Seelenpartner noch eine dazu machen, machst du mit demselben Prinzip und alles, was abgebrannt ist, wird dann natürlich wieder vergraben unter einem Baum eurer Wahl. Ja, lieber Stapel 1, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg bei euren Portaltagen und freue mich, wenn ihr mir Däumchen hoch gebt. Ich danke euch. Tschüss. Hallo Stapel 2. Jetzt bist du dran. Was werden die Portaltage für dich bereithalten? Du hast diesen schönen grünen Stein gewählt. Dann lege ich mal aus. Wow. Ja, bei dir geht's darum, dass ganz viel Falschheit gewesen ist. Die Masken sind aber gefallen. Du hast eine ganz starke Verbindung, gerade jetzt in den Portaltagen, zur geistigen Welt. Da ist ganz viel Spiritualität mit im Spiel. Und die Treue liegt daneben. Also du kannst dir ganz sicher sein, dass du mit der geistigen Welt in Verbindung bist. Du schaust genau auf die Masken. Du siehst, hier ist ganz viel Negatives passiert. Du hast ganz viel Negatives erfahren. Aber du hast hier neben der Falschheit das Glück und du hast den Regenbogen. Du schwebst förmlich über diesen Regenbogen, weil du alles irgendwo hinter dir lassen kannst, weil du erkennen kannst. Hier sind Masken gefallen, die ganz klar sagen, jemand hat dir etwas vorgespielt, jemand hat versucht, dir etwas, ja, dich ein bisschen unterdrückt.
Ja, was soll ich sagen? Es ist ganz viel Leid gewesen, was dich da umgeben hat. Du hast das Vertrauen total verloren und die Portaltage sagen, komm, wir schauen uns das mal genauer an. Wir sind an deiner Seite, die geistige Welt ist an deiner Seite. Gemeinsam. Ihr wisst genau, ihr lasst euch auf so ein Spiel nicht mehr ein. Hier werden klare Worte gesprochen. Diese Person, die Maske fallen lässt, diese Person hier, muss die Maske fallen lassen. Sie schaut auch in diese Richtung, weil sie sagt, ja, ich habe nur noch Erfolg, wenn ich mit der Wahrheit rausrücke. Denn wenn ich weiter dieses Spiel spiele, auf gut Deutsch, dir Honig ums Maul schmiere, wirst du da nicht mehr drauf reinfallen. Das macht keinen Sinn mehr. Hier müssen die Masken fallen, damit du dann wieder ins Vertrauen gehen kannst. Du wirst es vorher nicht tun. Und die Portaltage helfen dir dabei, dass endlich die Wahrheit ans Licht kommt und du endlich irgendwo ins Vertrauen gehen kannst und mit deinem Seelenpartner, so wie es ausschaut, wieder zusammenkommen kannst. Denn das ist im Moment, steht da ganz, ganz viel zwischen euch. Wir machen mal die Klärungskarten. Da die Veränderung in der Spiritualität, die Treue zu einem Partner. Hier liegt der Mann, da es eine allgemeine Legung ist, kannst du das als Frau sein, genauso wie auch als Mann. Die Erwartung. Du hattest die Erwartung, das große Glück, wenn die Masken fallen. Endlich kommt Klarheit ins Haus. Endlich kannst du selber auch erkennen, warum es eigentlich so war. Hier war ganz viel Falschheit. Hier war Intrigen, Falschheit von außen. Aber auch er selbst oder sie selbst hat eben ihre Masken aufgesetzt. Sie hätte entscheiden können, aber sie hat sich für die Masken entschieden. Sie wollte ganz einfach nicht Klartext reden. Sie hatte irgendwo das Gefühl, sie muss ein Spiel spielen. Aus was für einem Grund auch immer. Und dann ist eben ganz viel Falschheit daraus entstanden. Sie hat gerichtet über diese ganze Beziehung, über diese Partnerschaft, sie oder er. Je nachdem, wie du dich da siehst. Ja, bei dir ist Thema Herzchakra. Du solltest unbedingt an deinem Herzchakra arbeiten. In der Zeit der Portaltage lohnt es sich wirklich, für sich selbst was zu tun. Du musst ins Vertrauen kommen. Du hast dein Vertrauen komplett verloren. Deswegen öffne dein Herzchakra. Ich liebe. Ganz wichtig, dich selbst. Liebe dich selbst. Sei für dich da. Ganz wichtig. Du hast viel zu viel gegeben. Du hast viel zu viel in diese Partnerschaft hineingesteckt und bist mehr oder weniger durch diese Masken verraten worden. Und jetzt wird's Zeit, an dich zu denken. Und auch wieder ins Vertrauen zu kommen, weil die Veränderung liegt ja schon, die ist dir gegeben, das ist dein Schicksal, du darfst jetzt Veränderung annehmen, du darfst endlich in die Treue gehen, du darfst wieder vertrauen, du darfst auch wieder deinen Erwartungen, die sind viel mehr als du erwartet hast, wirst du bekommen. Weil da liegt das große Glück daneben. Also du hast alles, was du erwartest in deinen Träumen, deine Wünsche werden sich hier erfüllen. Die Portaltage öffnen so viele Tore für dich zur geistigen Welt und du wirst deinen Weg da finden. Ja, genau. Früchte tragen. Du hast so viel gegeben, du darfst ernten. Du warst der, der den ganzen Einsatz gemacht hat. Du hast alles geregelt, du warst immer da, du hattest immer ein offenes Ohr, während du immer auf geschlossene Türen gelaufen bist. Weil diese Person die Gerichtsperson ist eine sehr dominante Person, eine sehr rechthaberische Person. Hier hast du eine Person gehabt, die was immer recht hatte, nur du nicht. Das auch gar nicht für den denkbar war, dass du überhaupt recht haben könntest. Und dadurch hat er alles verspielt, alles irgendwo kaputt gemacht und hat dann eben mit seiner Maske versucht, dich immer wieder zurückzuholen, ja, mit schönen Worten, mit schönen Gesten. Aber die waren eben nie von langer Dauer, immer nur kurzzeitig. Und dann war die Maske wieder da.
Und genau jetzt ist der Zeitpunkt mit den Portaltage, dass du eben deinen Weg beschreiten darfst und diese Person eben einlenken muss, indem sie ja die Masken fallen lässt. Sie weiß, sie hat keine andere Chance. Dein Krafttier ist das Kaninchen. Erkenne deine Bedeutung. Und Erzengel Gabriel ist dein Schutzbegleiter für diese Portaltage. Erkenne deine Bedeutung. Ja, öffne dein Herz. Erkenne, was du bist, wer du bist. Du bist so viel mehr. Du hast so eine enge Bindung zur spirituellen Welt, zur Spiritualität überhaupt, aber auch zur spirituellen Welt, zu deinen Ahnen, dass du das in jedem Fall erstmal dich selbst erkennen musst, wie wertvoll du bist. Und du hast den orangenen Drachen. Bringt Seelenfamilien und Seelengemeinschaften zusammen. Verbreite Zugehörigkeit, Wärme und Einheit. Bringe Menschen überall zusammen. Ja, deine Spiritualität, deine Seelenverbindung. Diese ist deine Seelenverbindung. Du musst es lernen, dass du viel mehr bist. Du musstest, er hat dir den Spiegel vorgesetzt, du musst loslassen. Und das hast du auch getan, du hast losgelassen. Aber du hast sehr gelitten. Und der Weg dorthin ist für dich auch wirklich sehr, sehr schwer, ins Vertrauen wieder zurückzugehen. Aber du wirst definitiv die Kraft haben, weil du ganz, ganz starke Begleiter aus deiner Seelenwelt hast. Geheime Pfade. Beschreite geheime Pfade. Ja, stürz dich raus in die Welt. Vertraue, dass der Weg, den du einschlägst, genau der richtige ist. Auch wenn er für andere werden dir vielleicht sagen, nein, tu das nicht, das bringt dir nichts, das bringt dir kein Glück oder irgendwas. Vertraue dir selbst. Denn es wird genau der richtige Weg sein, den du gehst. Ja, und die Portaltage sagen dir auch, Engel des Innehaltens, gönne dir eine Auszeit, du brauchst jetzt viel Ruhe. Richtig, geh in deine eigene Mitte. Ganz, ganz wichtig. Du hast nämlich nicht umsonst das Herzchakra. Geh in deine Mitte, vertraue und glaube. Und dann hast du die Karte der Verletzlichkeit. Ja, du bist sehr, sehr verletzt. Es fällt dir wahnsinnig schwer, nochmal in dieses Vertrauen zu gehen. Die Verletzlichkeit bringt auch Angst mit sich. Angst vor neuen Enttäuschungen, wenn du wieder vertraust. Aber ich kann dir sagen, wenn du dich öffnest und wirklich den Mut hast, deinem eigenen Weg zu folgen, dann hast du hier ganz viel Kraft und Stärke. Und er lässt ja schon alle Masken fallen. Diese Person, der macht sich komplett nackig vor dir, auf gut Deutsch. Er lässt die Masken fallen. Er sagt, ja, ich habe Mist gebaut. Ja, es war falsch, was ich gemacht habe. Und ja, ich habe dich verletzt. Es tut mir leid. Der kommt voller Reue zurück und lässt die Masken fallen. Ja, die Portaltage haben es in sich, würde ich sagen. Spiritueller Wachstum, der schon vor einiger Zeit begonnen hat, deshalb auch viel Schmerz, der sich da ausbreitet. Aber aus diesem Schmerz wächst das Glück. Jetzt ist es schwer, jetzt habt ihr Schmerz, jetzt seid ihr traurig. Aber dann kommt ihr ins Licht, dann wird alles gut, weil hier habt ihr die Veränderung in der Spiritualität liegen. Das ist Hammer eigentlich. Und da kommt dieser Gute her in Vertrauen. Also ihr habt da wirklich alles, was ihr euch wünscht, könnt ihr jetzt erreichen. Und ihr werdet es erreichen. Ja, lieber Stapel 2, da kommt einiges auf euch zu. Ich möchte auch euch ein kleines Ritual mitgeben für die Portalnächte, sage ich jetzt einfach. Und zwar, ihr braucht eine grüne Kerze, am besten hellgrün.
um das Herzchakra zu öffnen, um eure Liebe wieder zu bekommen. Schreibt euren Namen in die Kerze, bittet die geistige Welt um Erfüllung eurer Wünsche und um Stärke, Vertrauen und Liebe. Und ihr werdet sehen, es wird alles gut. Lasst die Kerze dann bitte ganz abbrennen und vergrabt sie dann am nächsten Tag unter einem Baum eurer Wahl. Ich wünsche euch alles, alles Gute und verabschiede mich von Stapel 2. Tschüss. Hallo, lieber Stapel 3. Du hast den Stapel mit dem schwarzen Stein gewählt. Und wir wollen schauen, was die Portaltage für dich bereithalten. Ja, lieber Stapel 3, ich würde sagen, hier geht es mal knallhart um die Liebe. Ja, wunderschön. Und zwar hier, auch hier ist es so, hier gab's eine Trennung. Ihr seid nicht zusammen, ihr seid getrennt. Hier ist der Abschluss, aber auch der Neubeginn. Hier geht es um eine Sache, wo schon lange auseinander ist. Wirklich komplett, ihr habt gar keine Kontakte mehr. Aber hier habt ihr die Begegnung im Garten. Hier habt ihr die Begegnung, hier blüht alles. Es ist also ein Neubeginn, ein Neuanfang kommt auf euch zu. Der Weg wird euch gezeigt. Das ist kein Zufall, das ist Bestimmung. Hier kommt der Weg auf euch zu. Ihr werdet irgendwo im spazieren gehen, einkaufen gehen, keine Ahnung, und werdet hier die Begegnung haben. Das ist euer Weg, den ihr findet. Aber schau genau hin. Du wirst denken, ja, wir haben uns halt gesehen, haben Hallo gesagt, aber hier entfacht die Liebe neu. Da kommt die Liebe ganz, ganz komplett neu auf euch zu. Und zwar habe ich hier den Ring noch dazu und die Lilien. Also das ist eine Vollkommenheit, eine Seelenpartnerschaft, die da auf euch zukommt. Das ist übrigens in diesen Portaltagen ganz typisch. Wir haben in diesen Portaltagen, jetzt im August, die Seelenpartneranziehung. Und deswegen kommen da jetzt im Moment ganz viele Paare unerwartet wieder zusammen. Viele planen das nicht, haben schon lange gar kein Interesse mehr oder so, haben schon abgeschlossen mit der ganzen Geschichte. Aber dann entfacht die Liebe neu durch eine Begegnung. Ihr seid da sehr skeptisch, ihr schaut da ganz genau hin, ihr wollt euch da gar nicht irgendwo auf was einlassen, was dann wieder irgendwo nicht gut gehen kann, ihr seid da, ja, zweifelt da dran, aber dieser Weg ist von euch gegeben, er ist vorbestimmt für euch. Schauen wir mal weiter. Da wieder das Treffen, guter Ausgang in der Liebe, das Treffen in der Öffentlichkeit. Viele Gespräche in Sachen Partnerschaften. Er macht sich ganz, ganz viele Gedanken, aber du bist sehr, sehr skeptisch. Du schaust dir das ganz genau an. Du möchtest nicht schon wieder irgendwo leichtfertig reinschlittern. Aber kannst eigentlich gar nicht anders, weil es vorbestimmt ist. Du kommst da gar nicht durch, du kommst da gar nicht raus aus der ganzen Geschichte. Es ist vorbestimmt für euch. Die Trennung, die war eigentlich relativ einfach. Ihr habt euch auseinandergelebt gehabt, es war einfach nichts mehr da. Ja, da sehe ich noch nicht mal eine Schmerzkarte. Ich sehe da das Kind, das natürlich auch sein kann, dass ihr ein Kind habt. Ja, und also diese Person ein Kind hat. Und das irgendwo noch nicht spruchreif war, irgendwie ganz, als ob das in der Trennung gewesen wäre, als ob da ein Kind wäre, aber es kann natürlich auch sein, dass es, müsst ihr selbst wissen, weil es eine allgemeine Legung, oder aber es war eine leichte, mit Leichtigkeit die Trennung, es war irgendwo auseinandergelebt und dann tschüss und man sieht sich vielleicht mal wieder irgendwann. Aber hier sieht man ganz klar, dass da die Liebe ein guter Ausgang ist. Die Portaltage öffnen auch wieder hier das Tor. Das macht's auf, das ist das Tor der Liebe.
es ist vorgegeben. Also du hast, du bist eigentlich am Zweifeln, du möchtest es eigentlich gar nicht mehr wirklich, weil es war einfach alles nicht so toll. Und aber dann seht ihr euch, ihr begegnet euch und dann ist die Liebe wieder da, der Funke springt wieder über, so wie es mal am Anfang war. Und es hat auch einen sehr, sehr guten Ausgang mit vielen Gesprächen. Und auch da wird das Gericht, es wird es richten, es wird diese Liebe wieder richten, es wird alles wieder gut werden, wie es mal war. Die Gerechtigkeit kommt rein. Ja, die Portaltage wollen viel Liebenden, aber auch Singles unter euch ganz viele neue Chancen geben. Finde ich sehr, sehr, sehr schön. Ja, Stapel 3, dein Krafttier ist der Bär. Setze Macht mit Weisheit ein. Erzengel Uriel und Jophiel sind an deiner Seite. Ja, Stärke, der Bär, Stärke, Macht. Es ist gut, dass du hier genau hinschaust, aber verpasst die Zeit nicht. Also es sollte sich im August noch wirklich regeln, weil die Portaltage wirklich gut geeignet sind dafür. Die Welt spüren. Ja. Die Welt spüren. Spür den Rhythmus der Natur, den Rhythmus der Welt. Sperr dich nicht ein, denn du bist viel zu lange hinterm Geschlossenen gewesen, hinter einer geschlossenen Tür. Du wolltest gar keine Beziehung mehr. Mir kommt es so vor, als ob der Kompass dir den Weg zeigen möchte und sagen möchte, hey, da, geh raus, schau, du kannst ja schauen, du kannst ja. Aber öffne mal dein Tor und geh da mal raus, weil du bist viel zu lange, hast du dich vergraben. Du wolltest einfach keine Beziehung mehr, weil eh alles Kacke auf gut Deutsch. Du hast eh keinen Bock gehabt mehr, nochmal die ganzen Mist mitzumachen, die Enttäuschungen, alles läuft nicht. Aber mach dein Türchen auf. Beziehungsweise das erledigt jetzt die geistige Welt für dich, das Türchen aufzumachen und dir diese Möglichkeit nochmal zu zeigen. Und wenn ich das so, wie es da liegt, deute, dann sage ich dir, ey, das wird eine ganz fantastische Zeit für dich. Ja, und du hast die Lichtreinigung. Alles, was du an Negativen erfahren hast, darf sich jetzt aufheben, es darf sich lösen. Die geistige Welt wird dir helfen, deine Reinigung zu vollziehen. So kannst du deinen Aufstieg in die spirituelle Ebene, in die neue Zeit betreten und darfst da wachsen dran. Und bei dir ist das Stirnchakra. Ich sehe, ja, schau genau hin. Da, die Lupe, schau genau hin, was passiert. Was für Gefühle kommen hoch? Was passiert, wenn du diese Person siehst? Diesen Ex-Mann, den du schon lange nicht mehr gesehen hast, oder die Ex-Frau? Kommen die Schmetterlinge wieder? Fühlst du dieses Glück in dir, die Lilien auch symbolisieren wollen? Hier ja auch, hier sind ja auch diese Lilien und die Schmetterlinge und Vögelchen. Ja, die sagen, komm, fühlst du das? Siehst du das? Schau genau hin. Oh, das ist auch süß. Du hast den Engel in Menschengestalt. Du hast eine verstorbene Seele an deiner Seite und du bist nicht allein, sagt sie dir. Ich bin bei dir. Dein Geistführer, dein Begleiter der geistigen Welt ist bei dir und steht dir zur Seite. Und du hast den Silberdrachen. Beleuchtet dein Potenzial mit höherem Licht. Nutze bisher ungenutzte Ressourcen. Schaue in deine Seele. Erkenne höhere Möglichkeiten. Ja, und da kann ich nur sagen, du bist jemand, der sehr, sehr spirituell ist, der entweder selbst in der Spiritualität tätig ist, vielleicht Kartenleger, vielleicht arbeitest du auch magisch. Aber du bist jemand, der schon längst mit der geistigen Welt in Verbindung ist und sogar selbst in diesem Bereich arbeitet oder eben sich noch nicht traut, aber bald, weil der Aufstieg da ist, du hast die Lichtreinigung da liegen. Entweder machst du irgendwo ein Seminar oder vielleicht hast du auch eine Schulung, eine Einweihung, Reiki oder irgend sowas, die Engelheiler vielleicht, irgend sowas in der Art. Auf jeden Fall bist du gerade mitten im Aufstieg und gehst eine neue Ebene.
Ja, bleibe dir selber treu. Ja, sehe ich auch so. Bleibe dir selber treu. Du bist so viel mehr. Du hast hier deinen Weg beschritten. Du hast alle Türen aufgemacht. Du bist bereit für das Neue. Du bist bereit für deine spirituelle Reinigung. Du bist bereit für deinen Aufstieg in die neue Zeit. Du hast hart an dir gearbeitet. Du hast es dir selber nicht leicht gemacht. Du hast wirklich hart an dir gearbeitet. Und jetzt sagt man, bleib dir treu. Egal. Auch wenn du mit dieser Sache wieder im Reinen bist und auch wenn du hier wieder in die Liebe reingehst, das sollst du sogar, dann bleib dir aber treu, bleib deiner Spiritualität treu, vergiss es nicht. So, auch du, lieber Stapel 3, bekommst von mir ein kleines Ritual für dich, bitte eine lilafarbene Kerze, darf eine Stabkerze sein, oder vielleicht willst du dir selbst eine machen, eine Kerze. Ritze auch du in deine lilafarbene Kerze deinen Namen und an den Portaltagen zünde die Kerze bitte an um 22 Uhr. Lass sie ganz abbrennen. Äußere deine Wünsche, dass eben diese Liebe Früchte tragen kann, dass dein Weg, den du gegangen bist, begleitet wird weiterhin von der geistigen Welt. Und das wird sie auch tun, weil du die enge Verbindung hast. Und ja, dann vergrab die Kerze am nächsten Tag unter einem Baum deiner Wahl. Und ich wünsche dir alles, alles Gute. Und ja, bis bald. Tschüss, lieber Stapel 3. An der Stelle möchte ich mich noch bei der lieben Hexe Arcania bedanken, die für mich diese wunderschöne Altardecke gemacht hat. Ich weiß nicht, ob man gut sehen kann. Das ist Hekate. Und ich habe mir diese Decken bei ihr machen lassen, anfertigen lassen. Sie hat diese wunderschönen Altardecken für jedes Ritual in ihrem Shop. Schaut doch mal vorbei. Ich verlinke den Shop dann in den Kommentaren, so dass ihr den auch noch angucken kann. Auch die Karten, die ich heute verwendet habe, bekommt ihr in den Kommentaren oder in der Infobox. Genau. Ja, und ich verabschiede mich von euch, bedanke mich recht herzlich fürs Dabeisein und wünsche euch allen ganz, ganz viel Erfolg, Licht, Liebe und Gesundheit natürlich in der Zeit der Portaltage und natürlich darüber hinaus. Alles, alles Liebe, eure Theresia. Tschüss.